Antiterroreinsatz in Molenbeek. Hier hat sich einer der meistgesuchten Terroristen Europas verschanzt, Salah Abdeslam. Er ist einer der mutmaßlichen Mitorganisatoren der Attentate von Paris. Die Nachricht vom bevorstehenden Zugriff erreichte den belgischen Premierminister Charles Michel beim EU-Gipfel, nur 6 Kilometer vom Einsatzort entfernt. Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem französischen Präsidenten François Hollande bestätigt er die Festnahme. Im Zusammenhang mit den Paris-Attentaten haben die Sicherheitskräfte heute Nachmittag Einsätze in Molenbeek durchgeführt. Dabei wurden 3 Verdächtige verhaftet, darunter Salah Abdeslam. 3 Suspects ont été arrêtés, dont Salah Abdeslam. Ein Erfolg, aber noch keine Entwarnung. Auch wenn diese Verhaftungen eine wichtige Etappe sind, sind sie noch kein Abschluss. Es wird weitere Verhaftungen geben, weil das Terrornetzwerk in Belgien und Frankreich sehr groß war. Angeblich war die Polizei Abdeslam schon seit Tagen auf der Spur. Fingerabdrücke von ihm wurden bei vorherigen Hausdurchsuchungen gefunden. Jetzt führte die Spur mal wieder nach Molenbeek. Hier ist Abdeslam aufgewachsen. Ich bin erleichtert, dass er und andere verhaftet worden sind, dass dieses Terrornetzwerk endlich ausgehoben wurde. Es gab offensichtlich ja auch Verbindungen hier in unserer Gemeinde. Ich bin froh, dass das nun beendet ist. François Hollande hofft nun, dass Salah Abdeslam nach Frankreich ausgeliefert wird. Hier soll ihm wegen der Attentate von Paris der Prozess gemacht werden.